Hey, wie kannst du denn jetzt schlafen? Ja, das frage ich mich zurzeit tatsächlich manchmal, wie man denn jetzt gerade in Ruhe schlafen kann. Jetzt, wo gerade so viele Stürme um einen herum toben. Die wirklichen Stürme, wo der Wind an den Fensterläden wackelt und der Regen gegen die Scheiben trommelt, aber auch die anderen Stürme in meinem Leben. Wie kann man ruhig schlafen, wenn die Corona-Pandemie mit immer neuen Wellen über uns hinwegspült? Wie kann man ruhig schlafen, wenn vielleicht ein Krieg in Europa droht? Wie kann man ruhig schlafen, wenn man gerade schlechte Nachrichten bekommen hat? Die Nachricht, dass eine geliebte Person gestorben ist, eine Kündigung, die plötzlich auf dem Tisch liegt, oder die Nachricht, dass eine Beziehung in die Brüche gegangen ist. Manchmal, da fühle ich mich in diesen Zeiten wie auf einem Schiff im weiten Meer, weit entfernt vom rettenden Ufer, ein kleines Schiff mitten im Sturm. Wie kann man da ruhig schlafen? Einer, der hat das gekonnt. Jesus. Wir lesen in der Bibel von der Geschichte, wie Jesus einmal mit seinen Jüngern über den See Genezareth gefahren ist. Soweit nichts Ungewöhnliches. Aber plötzlich kam ein Sturm auf, Wind und Wellen, und das Schiff drohte unterzugehen. Die Jünger waren in heller Aufregung, schrien umher, aber Jesus, der schlief. Hinten im Boot, auf einem Kissen. Und manchmal, ja, da fühle ich mich genau wie diese Jünger im Sturm. Die Wellen brechen über mir zusammen, ich werde hin und her geschaukelt im Sturm meines Lebens und Jesus, der ist nicht da, scheint zu schlafen, ist abwesend. Manchmal, da denke ich, dass der Sturm, durch den ich gerade fahre, vielleicht auch zu klein, zu unbedeutend ist, als dass er Jesus kümmern würde. Er hat sicher wirklich richtige, große Stürme, um die er sich kümmern muss. Aber das stimmt nicht. Und genau diese Geschichte will uns daran erinnern, dass Jesus da ist, in den großen und kleinen Stürmen unseres Lebens und hilft. Wie? Die Jünger zeigen uns wie. Die Jünger kommen in ihrer Todesangst zu Jesus und rufen: Herr, hilf! Fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Und Jesus wacht auf, steht sofort auf, ist sofort da und spricht zu dem Wind und dem Meer und sagt: Schweig! Und alles wird still. Zwei Worte, um Jesus aufzuwecken: Herr, hilf! Und nur ein Wort, damit der Sturm zum Erliegen kommt. Schweig. Ja, unser Herr ist groß und mächtig. Er spricht nur ein Wort und der Sturm verstummt. Er spricht ein Wort und Wunder geschehen. Er spricht ein Wort und unsere Seele wird gesund. Und dann geht die Geschichte noch weiter. Jesus fragt seine Jünger: Warum habt ihr Angst? Habt ihr keinen Glauben? Warum habt ihr Angst? Warum seid ihr so furchtsam? In der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt doch überwunden. Mit mir in eurem Boot kann euch nichts passieren. Ja, in den kleinen und großen Stürmen unseres Lebens, wenn wir Angst haben, in unseren Sorgen unterzugehen, wenn die Wellen über uns hereinbrechen, dann ist Jesus da. Dann ist er nur ein Hilferuf, ein Gebet weit entfernt. Manchmal, da sind wir vielleicht erstarrt, wissen nicht aus noch ein. Da hilft es, sich daran zu erinnern. Jesus ist da. Das nochmal zugesprochen zu bekommen: Jesus ist bei dir, alle Tage, bis ans Ende der Welt. Mit ihm in deinem Boot ist kein Sturm zu groß. Mit ihm in deinem Boot kann dir kein Sturm etwas anhaben. Wie könnte man da nicht in Ruhe schlafen?